Ja, natürlich wollen wir das Spiel gewinnen. Ich denke, wir haben jetzt in der Champions League-Saison noch keinen guten Start hingelegt und wollen das jetzt mit dem Spiel gegen Nicosia dann auch anfangen auszubaden sozusagen und damit 3 Punkten dann auch zurückkommen. Trotz des nicht überzeugenden Spiels von uns gegen Leipzig haben wir doch eine Mehrzahl an Torschancen gehabt und die müssen wir auch besser nutzen. Und gerade in der Champions League musst du deine Torschancen nutzen, wenn du am Ende gewinnen willst. Und es sind immer die gleichen Rezepte. Fußball wird ja nicht neu erfunden. Ich habe jetzt dreimal mit der Mannschaft trainiert und ich fliege jetzt mit, um heute Nachmittag auch mit der Mannschaft zu trainieren. Und danach werden wir dann entscheiden, was Sinn macht. Zum einen haben wir gegen eine überragende Qualität auch gespielt, gegen Real Madrid, die gegen uns auch eine außerordentlich gute Leistung gebracht haben. Auch Tottenham, die sind ja nicht durch Zufall oder durch Lotterie zweimal Vizemeister in England hintereinander geworden. Und klar, da die Fehler, die wir dort gemacht haben, die werden auf dem Niveau auch anders bestraft als vielleicht in manchen Bundesligaspielen. Und die müssen wir eben versuchen zu minimieren und unsere eigenen Stärken noch besser auf den Platz zu bringen. Das ist unser Anspruch mit Borussia Dortmund, gegen Nicosia jetzt beide Spiele zu gewinnen. Und da rede ich jetzt nicht von Druck oder sonst was. Das ist ganz einfach.